So, anscheinend haben wir hier oben... Oh, wir haben mehrere Sachen, die hier aufgepoppt sind. Ideologischer Wandel. Wie wäre es mit einem grundlegenden Systemwandel? Wechseln Sie von der Demokratie zum Totalitarismus? Aktuelles politisches System, Demokratie, ja. Belohnung. Wir würden 5000 AP kriegen und Armeegröße ändert sich um 10. Wenn wir zum Totalitarismus gehen. Würde ich aber nicht wollen. Ja, zumindest nicht, wenn wir den Diplomatensieg noch weiter verfolgen. Ja, den würde ich verfolgen, weil da arbeiten wir gerade dran. Ich glaube, es ist sehr Augenwischerei zu sagen, Neuseeland ist so groß, dass wir eine derartige Militärmacht aufbauen können, um genau das zu erreichen. Ich glaube, wir müssen mit dieser diplomatischen Tour in irgendeiner, wenn wir überhaupt was ausrichten wollen. Deswegen würde ich das aufgeben, ja, damit hier ein neues Ereignis kommt. Ja. Ja, möchte ich aufgeben. Dankeschön. Das IME über 60, das kriegen wir, das werden wir wahrscheinlich hinbekommen. Ja. Würde ich pauschal sagen. Ja, jetzt haben wir Südafrika mit in unserem Blog. Ich finde das irgendwie cool. Dann gucken wir mal, wie ist denn im Moment unsere Beziehung zu Südafrika, wären 141. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, lass uns mal gucken. Ich gehe mal in die Provinzen. Hier hätten wir so nur 13 Provinzbevölkerung und sehr geringes BIP. Da würde ich dann mal Blockaktionen und infrastrukturelle Unterstützung machen. Ja, das finde ich gut. Und wir können auch überlegen, ob wir noch eine finanzielle Unterstützung hinterher geben an Südafrika. Können wir auch. Also das bestätige ich mal, die Infrastrukturhilfe. Wo könnten sie denn Geld brauchen? Wahrscheinlich nicht in den Gebieten, wo sie... Ah, das hier ist ziemlich groß und auch wenig. Das heißt, da könnten wir Blockaktionen finanzielle Unterstützung machen. Das würde ich machen. Und dann würde ich Südafrika direkt mal fragen, wie sieht's denn aus mit APs? Und sie haben 45.000. Krass. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Da würde ich 85% würde ich auch machen. Ja. APs. So, und weil das gerade so schön war. Australien haben wir 148 Zustimmung. Ich hätte jetzt gesagt, da können wir auch nochmal nach APs fragen. Ja. Weil die sind ganz... Ups. Diplomatische Aktion Ask for Government Assistance wurde erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Cool. Haben die APs bekommen. Mhm. Und dann fragen wir aus Australien genau nochmal. Ja, 75 ist jetzt so. Die haben 9000 auf Tasch. Ja, und dann können wir auch nochmal hier irgendwo Infrastrukturprojekt anschieben, oder? Ja. Ja. Oder wollen wir lieber ein Finanzierungsprojekt machen, weil da ist 95. Ich fand es gerade ganz spannend, dass der unser Index menschlicher Entwicklung nochmal so nach oben geboostet wird. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass es nochmal plus 3 sind. Ach, wenn wir Infrastruktur... Bei der Infrastruktur stand es zumindest gerade da, aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Nee, ist richtig. Plus 3 für 2 Jahre.
Und das ist schon ziemlich cool. Ja. Und es ist mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das schon die ganze Zeit da gestanden hat, wahrscheinlich. Ja, schon. Aber es ist mir einfach noch nicht aufgefallen. Ja, aber dann machen wir das doch mit 85%. Mhm. Okay. Ja, finde ich gut. Gut. Dann haben wir wieder ordentlich AP und das nächste Projekt wird dann sein, was in der Blog-Entwicklung, dass wir näher uns, dass wir mehr miteinander zu tun haben. Südafrika. Okay, diplomatische Aktionen. Wir haben von Australien auch die Aktionspunkte bekommen. Jetzt sind wir bei 10.000. Mein Gott. Tod im Ausland. Das Staatsoberhaupt unseres angeblichen Verbündeten ist nach langer Krankheit verstorben. Man organisiert ein großes Staatsbegräbnis und hat Delegationen aus der ganzen Welt eingeladen, aber uns nicht. Das könnte man als durchaus unangenehm bezeichnen. Wir konnten bislang nicht herausfinden, ob ihnen ein Fehler unterlaufen oder das Ganze vorsätzlich passiert ist. Und es geht um Kanada. Krass. Überbringt unsere Beileidsbekundung. AP und Punkte kriegen wir abgezogen. Ich werde sie eben auch nicht zu meinem Begräbnis einladen. Beziehung minus 10 für 400 Tage. Oder ignorieren wir das Ganze einfach. Minus 25 Punkte. Wir haben das... aus Anstand... Okay. Meine Argumentation, wir haben das Handelsabkommen mit Kanada geschlossen. Wir haben sehr gute Beziehungen. Deswegen könnten wir auch mal bockig reagieren, wenn sowas kommt. Aber müssen wir denn bockig bei einer Beerdigung reagieren? Ist richtig. Gesundheit. Danke. Das Staatsoberhaupt von Kanada? Ist das nicht die Königin? Also die ja, ihr wisst schon? Queen Elizabeth? Oder bin ich jetzt gerade durcheinander, weil ich einfach verschnupft bin und mein Gehirn auch nicht mehr funktioniert? Ist der Staatsoberhaupt nicht der gewählte Präsident und ist die Queen nicht nur eine Repräsentationsfigur? Ich weiß es nicht. Nee, der Premierminister, ja, ist richtig, der Premierminister ist der Regierungschef. Und die Königin Elisabeth II. Ist tatsächlich Staatsoberhaupt nominell von Kanada. Was bedeutet, dass auch unser Staatsoberhaupt gestorben ist übrigens. Ja. Und wir auch zum Staatsoberhaupt, also auch nicht zur Beerdigung unseres eigenen Staatsoberhauptes eingeladen waren, die zufälligerweise auch die Königin von Neuseeland ist. Insofern, wie wäre es denn einfach nur mit Beileidsbekundungen? Ich glaube, das ist einfach ein Fehler im Spiel, aber... Ja, wir sollten es zumindest erwähnen. Diese Variante war halt wahrscheinlich nicht, hat man nicht bedacht, denke ich. Wie das ist mit den Monarchien und so. Also die Monarchien sind ja alles nur Demokratien. Monarchie ist ja als Staatsform gar nicht drin. Diplomatische Aktion finanzielle Unterstützung würde erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Sehr, sehr schön. Haben wir in Südafrika ausgeholfen. Großartig. Wir haben schon Oktober, jetzt gleich November 2024. Wir haben richtig was geschafft. Mhm. Ja, es ist jetzt schon November. Horsti stellt übrigens eine sehr interessante Frage. Ja. Horsti stellt die Frage, ob so generell, ob man bockig sein sollte, wenn man älter als 4 Jahre ist. Ich möchte diese Frage gerne auf irgendeiner Postkarte haben. Das stimmt, da ist was dran, ja. Ja, das wäre gut. Mhm. Es ist erstaunlich, also der Faktor Mensch spielt natürlich immer eine Rolle und es gibt auch Menschen, die bockig reagieren und wenn man älter ist als 4 Jahre oder 5 oder je nachdem, was das akzeptierte Alter ist, könnte das zumindest anstrengend werden. Ja. Wenn Leute bockig reagieren anstatt konstruktiv.
Ich sehe mich jetzt gerade so, wenn ich auf unsere Sachen drauf gucke, vor dem Dilemma, dass ich mich gerade frage, wir haben 10.000 Aktionspunkte. Würde es sich eventuell jetzt lohnen, bei der UN zu sagen, hier Forschung und Entwicklungskooperation und wir kriegen minus 15% Projektlaufzeit für 3.000 Aktionspunkte. Einfach für immer und unsere Projekte werden schneller umgesetzt. Das ändert nichts daran, dass wir uns Aktionspunkte weiter bei unseren Blockpartnern besorgen müssen. Aber wir könnten uns den Boost jetzt abholen. Für immer. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag, wie du denkst. Vereinte Nationen, Forschung und Entwicklung. F&E-Kooperation. 5.000 Geld, ja, und 3.000 Aktionspunkte. Ah, wir müssen das vorschlagen und dann wird es abgestimmt. Ich klicke mal auf Vorschlagen. Weiß nicht, ob wir dann direkt 3.000 aus oder ob wir es nochmal bestätigen müssen. Und wie die Chancen sind. Ich kann das nicht vorschlagen. Verrückt. Müssen wir dafür irgendwas haben? Keine gesperrten Länder. Ach, weil ich nicht im Sicherheitsrat bin, kann ich auch nichts vorschlagen. Wie komme ich denn in den... Ich muss wahrscheinlich irgendwas erforschen, damit ich überhaupt in die UN reinkomme. Ich kann hier gar nichts vorschlagen. Also in den Sicherheitsrat? Ja. Okay, dann wäre wahrscheinlich irgendwo im Bereich Diplomatie, oder? Ja, gehe ich auch von aus. War eine gute Idee, solange sie in der Theorie da war, aber ja. Das heißt, wir brauchen mehr... Ja, wir haben bald wieder einen freien Projektplatz. Genau. Nicht mehr lang und... Oh. Na, politische Geheimnisse enthüllt. Unsere Politiker haben andere Länder hinter verschlossenen Türen als Dreckslöcher bezeichnet. Unglücklicherweise gelangten Aufzeichnungen dieser Gespräche an die Öffentlichkeit und die betroffenen Länder verlangen nun eine Erklärung. Und es geht um Mikronesien, Grenada und Nigeria. Lösen wir dieses Problem informell und im Stillen. Wir wollen keinen internationalen Skandal. 100 Aktionspunkte. Unsere Politiker haben gut gesprochen. Geben Sie ihnen eine Gehaltserhöhung. Beziehungen minus 45 für die Target Group 1. Und Embargo? Embargo? Weiß ich nicht, was Embargo heißt. Wird mir nicht an... Casus Belli erlangen. Oh. Die kriegen dann einen Kriegsgrund. Okay. Wenn wir diese Politiker umgehend feuern und eine offizielle Entschuldigung formulieren, zufälliger Berater wird entfernt, zufälliger Berater wird entfernt, minus 250 AP und minus 500 Geld. Puh, da würde ich das eher im Stillen lösen. Für 100 AP. Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube... Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, die USA haben es auch nicht anders gemacht, dass Donald Trump einige Staaten der Welt als Shithole Countries bezeichnet hat. Ja. Und Embargo ist übrigens ein Handelsverbot. Also bestimmte Staaten können Güter weder importieren oder exportieren. Und ich glaube, da ist so ein bekanntes Beispiel Kuba. Ah. So, nationale Währung ist umgesetzt. Ich wollte jetzt mal gerade auf unsere Tourismuszone. Wenn aufwerten, dafür brauchen wir dann Resorts. Das ist dann zwei Stufen weiter, damit wir die aufwerten könnten. Und da geht's dann Richtung BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeit, IME,
aber wir kriegen Umweltzerstörungsmodifikator und Ziel und Zufriedenheit der Provinz steigt. Können wir noch nicht machen. Bei Resorts können wir mal gucken, das aufzuwerten. Aber wir haben jetzt erstmal einen freien Projektplatz. Wir können direkt mal hier gucken, wie weit ist Resorts entfernt. Okay, Bewirtschaftung von Tourismusattraktionen und dann Resorts. Resorts ist dann richtig teuer schon, was AP angeht. Hier hätten wir Arbeitslosigkeit, also Bewirtschaftung von Tourismusattraktionen, Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01, Umweltzerstörungsmodifikator 1 und BIP-Wachstum 0,3. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir sorgen dann dafür, dass da, wo wir die Tourismusindustrie haben, dass wir da dann mehr Arbeitsplätze haben. Wäre eine Sache. Also weiter diese Route in der wirtschaftlichen Entwicklung gehen. Oder wir könnten halt jetzt weiter bei der Diplomatie gucken. Wir haben noch bei den Siegesbedingungen eins ausstehen, nämlich qualitative internationale Beziehungen. Die könnten wir erforschen. Für 535 AP und 280. Das ist auch spannend. Hier steht quantitative internationale Beziehungen. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Fehler ist. Bei dem einen qualitativ, bei dem anderen quantitativ, oder aber ob man qualitative internationale Beziehungen noch irgendwie anderweitig entwickelt. Du hast total recht, die sind hier unten. Gut, da, hier sind die qualitativen internationalen Beziehungen. Ah. Dafür müssen wir Studien internationaler Beziehungen erst erforschen, um dahin zu kommen. Okay. Das wäre etwas, was wir machen können, um hier was dran zu tun. Aber wir sollten vielleicht generell nochmal Finanzsystem, Infrastruktur gucken. Wir haben gerade sehr viel AP. Atompilz merkt auch noch an, dass man ja auch bei Bildung nochmal gucken könnte. Ja. Ich glaube, bei Bildung war das Problem, dass wir immer nur bei dieser Propaganda rausgekommen sind. Ja, Schulpropaganda. Wir könnten wir haben jetzt genug AP für Gymnasien. Errichten Sie ein nationales Netzwerk an Gymnasien, damit Teenager einen Ort haben, den sie jeden Morgen aufsuchen können, anstatt Schwierigkeiten zu machen. Ich glaube, das ist falsch übersetzt mit Turnhallen. Da fand ich das andere aber fast interessanter, diese Bildungsförderung. Das ist aber auch krass. AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte in Neuseeland minus 3. Okay. Das ist abgefahren. Und dann haben wir hier Bildungsförderung. Erhöhen Sie budgetären Ausgaben für höhere Bildung, mit Ihren Lehrenden und Studierenden optimale Standards bieten zu können. Interventionszielwert und BIP-Wachstum kriegen wir einen Hit drauf. Aber ist natürlich wichtig, um den nächsten Schritt zu machen. Aber das mit dem Gymnasium ist ja krass. Das minus 3. Ja, das minus 3 verlockt mich auch ein bisschen. Ja. Und der Index menschlicher Entwicklung steigt auch wieder um 1. Das ist auch gut. Ja. Ich finde das eigentlich super. Wir haben lange nichts mehr im Bildungssektor gemacht. Ich finde, es wird Zeit. Danke, Atompilz, für den Hinweis. Genau. Herzlichen Dank. Dann machen wir das mal. Und wie lange dauert das? 170 Tage ist auch wieder so ein ja. Und jetzt sind wir gleich bei fossilen Brennstoffen. Wie in der Realität. Du denkst immer an Bildung, du bist hier genau richtig dann. Wir haben Bildung als Dauerthema, was uns immer durch den Kopf geht. Wir können nicht anders. Aber gut, dass du auch nochmal den Stoff gegeben hast. Ja, ist auch egal, in welchem Spiel. Ja. Es taucht immer wieder auf. Diplomatische Aktion, infrastrukturelle Unterstützung wurde erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Das ist sehr schön. Und fossile Brennstoffe wurde umgesetzt. So. Jetzt als erstes
würde ich dann gerne Industrie, Förderplattform, können wir tatsächlich bauen. Wir bekommen plus 3 Metalle, plus 6 Brennstoff. Und wir haben jetzt schon einfach, damit wir das erforscht haben, haben wir hier schon oben mehr Metall und mehr Brennstoff bekommen. Brennstoff sieht jetzt richtig gut aus. Und wenn wir jetzt eine Förderplattform bauen, gehen unsere Rohstoffe nochmal nach oben. Und wir müssen dafür Kosten... Oh. Okay. Da hätte ich mal vielleicht früher drauf gucken können, ne? Oh. Ja. Sind wir jetzt wieder bei der Kosten-Nutzen-Abwägung, oder? Ja. Total. Hochsee-Windpark. Oh Gott. Hochsee-Windpark dauert eine Weile. Oh, wir könnten Solarkraftwerke erforschen. Das finde ich auch spannend. Für 3,7 3.700 AP. Ziemlich viel Unterhaltskosten, was AP angeht. Aber wir können halt da hinten... Wir können halt da hinten und dann sind wir einen entfernt, kostet auch nochmal 3.000 und dann könnten wir Offshore-Windparks bauen. Was gibt uns das? Genau, wir müssen Solarkraftwerke erfüllen. Wir haben menschlich den IME über 40, kriegen den nochmal einen und können dann die Offshore-Windparks bauen. Wie teuer sind die denn nicht, dass wir uns jetzt wieder hier versteigen? Hochsee-Windpark kostet 2.000. Na, was mich noch so ein bisschen bei diesen Bohrinseln hält, ist der Teil mit dem Metall. Also wenn ich jetzt gerade gucke, wir haben momentan beispielsweise nur 613 Metall. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was uns regelmäßig mit Metall versorgt. Und insofern würde ich das Gebäude nehmen, was es ermöglicht. Weil wir kaufen für sehr viel Geld jedes Mal das international ein. Das stimmt. Ja, dann würde ich eine Bohrinsel bauen, aber wir können uns jetzt zwei Bohrinseln von der Backe putzen, ne? Aber dann bauen wir eine Bohrinsel und gucken mal, was wir vielleicht tatsächlich in die Hochsee-Windparks gehen für den anderen Bauplatz. Aber oder wir gucken mal, ob wir noch einen anderen Forschungsteil machen können, wo es dann wo wir dann auf andere Art und Weise mehr Metall bekommen. Ja, das finde ich einen vernünftigen Ansatz. Wir haben ja eh nur begrenzte Bauplätze. Ja. Insofern. Okay, bauen wir den. Vielleicht auch. Horsti fragt, ob wir auch Minen haben. Ne, wir haben hier auf jeden Fall, wir haben eine Zuchtfarm, intensive Viehwirtschaft und Fleischverarbeitungsanlage. Die bringt uns... Können wir auch aufwerten. Aufwerten fehlt uns moderne Landwirtschaft, erforderliches Projekt. Können wir auch mal gucken, wo liegt die denn rum? Oh, Agrarsubventionen und dann moderne Landwirtschaft. Das könnten wir auch tatsächlich machen. Kostet relativ wenig. Oder wir reißen es ab und bauen da was Neues hin. Aber das ist immerhin schon Stufe 2, das Ding hier. Eine Zuchtfarm. Stufe 2. Ja, und ich glaube, Minen können wir gar nicht bauen, oder? Doch, können wir. Warte mal, ich gehe mal auf den leeren Bauplatz. Wir können bei Wirtschaft, Industrie, können wir halt eine Schachtmine, eine Ölquelle oder eine Förderanlage für seltene Erden bauen.
könnten auf der Stelle, wo wir jetzt die Farm haben, könnten wir eine Schachtmine bauen. Brauchen wir nur erforderliches Gelände. Ich habe jetzt auf das Wasserdings, das ist natürlich nicht geeignet, aber die Technologie haben wir erforscht. Und damit, mit der Mine, die uns 1k kostet, würden wir Umweltzerstörungsmodifikator plus 1% und Rohstoffeinnahmen plus 20 Metalle bekommen. Nur von der einen Mine. Wir kriegen von der Zuchtfarm, kriegen wir hier Umweltzerstörung plus 1%, Bevölkerungswachstum plus 0,01, BP-Wachstum plus 0,01 und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01. Da würde ich fast sagen, lass uns die ab. Will nochmal gerade gucken, ob Dunede, ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Daniden. Die haben Metalle. Die haben Metalle und es ist subtropischer Wald. Ich will jetzt nicht in die Verlegenheit geraten, dass ich jetzt das abreiße und wir können die Mine nicht dort bauen. Weißt du? Ja, verstehe ich. Achso, Tage. Also Tagebaumine könnten wir auch, da kriegen wir Metalle, Brennstoff und seltene Erden. Oder halt eine Schachtmine, die gibt nur Metall. Ja. Und wir brauchen halbtrockene Savanne, subtropischer Wald, tropischer Regenwald. Was? Wir hatten subtropischer Wald, haben wir hier. Da können wir das bauen tatsächlich. Und wir haben hier auch Metalle liegen. 9. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir dann da nur 9 fördern können. Ich guck mal in den anderen. Hier liegen 11. Da liegen 51. Ich glaube, wir können dann da eh nur 9 fördern. Aber das Problem ist, hier, wir könnten unser Parlament abreißen. Ich weiß halt nicht, was das zur Folge hat. Ja, was heißt denn Parlament aufwerten? Oh, wir können auf ein Kapitol gehen. AP-Einnahmen plus 3. Punkte-Einnahmen plus 3. Ziel, Unzufriedenheit in der Provinz minus 5. Sicherheitsinfrastruktur. Puh, ich bin verwirrt. Also diese Tagebaumine würde ich auf jeden Fall gut finden. Jetzt haben wir allerdings, wenn ich es richtig verstehe, keinen adäquaten Bauplatz. Der einzige, wo es augenscheinlich richtig gut wäre, ist genau da, wo unser Parlament steht. Ja. Ne? Okay. Ich habe keine Ahnung, was es zur Folge hat, wenn wir unser Parlament abreißen. Weil es müssen wir dann auch im Zweifelsfall wieder neu bauen. Ich vermute, dass ähnlich wie bei den meisten Abrissobjekten hierzulande nicht alles wiederverwertet wird. Das heißt, wir bezahlen doppelt. Einmal für den Abriss und einmal für den Wiederneuaufbau. Und die für... Naja. Ja. Und es dauert sehr lange. Und insofern wäre ich dafür, es dann im Zweifelsfall weiter zu importieren. Weil wenn es dann nur einen neuen gibt, was momentan unsere Theorie ist, dann lass uns darauf verzichten und es einfach mit teuer Geld bezahlen. Ja, Handels... Wir sind jetzt noch bei 400. Ich würde jetzt noch mal... Puh, wenn ich immer 600 einkaufe, dann sind wir schon... Sind wir schon 18.000 los. Das nimmt, fängt langsam an unserem... Naja, wir kriegen ein bisschen mehr Geld rein. Aber die Bohrinsel wird ja diesen Verlust auch noch ein bisschen ausgleichen. Aber dann fülle ich das mal wieder auf 1.000. Würde ich sagen. Also langfristig werden wir uns da wahrscheinlich was ausdenken müssen, aber noch weiß ich... Also fehlt mir irgendwie der Zugang. Ja. Wie? Wir haben jetzt noch den freien
Platz. Wir könnten nochmal bei Umwelt gucken, was gibt's hier noch? Förderung seltener Erden, intensiver Bergbau. Okay, aggressive Bewirtschaftung haben wir doch eigentlich freigeschaltet, oder? Ja, vielleicht war das die Bedingung, oder? Nee, hier steht Effekte. Ach nee, ist der Effekt, stimmt. Stimmt, ja. Ja. Vielleicht ist das auch noch was anderes. Ja, weiß nicht. Intensiv. Achso, Förderung seltener Erden, intensiver Bergbau. Hier, das ist Umweltschutz. Also wir können hier jetzt wenig was machen, dass wir einen direkten Impact auf solche Sachen haben. Wir könnten jetzt mal bei den Blocksachen gucken, damit unser freier Kapitalverkehr ist interessant. Ich gehe nochmal rein, damit du es besser sehen kannst. Freier Kapitalverkehr oder grundlegende wissenschaftliche Integration? Freier Kapitalverkehr hat wirtschaftliche Integration plus 10, IME des Blockanführers Neuseeland, kriegen wir dann plus 10? Ich würde vermuten. Achso, und jedes Blockmitglied kriegt plus 10. Das ist aber auch schon krass. Das ist ziemlich cool. Ja. Also, dann hat man halt auch wirklich was von dem Block. Ja, frei, genau. Und dann hier grundlegende wissenschaftliche Integration. AP-Kosten für Blockunterhalt Neuseeland 200. Und Block wissenschaftliche Integration plus 10. Was kostet denn jetzt unser Block? Blockzusammenstellung. Blockunterhalt 200. Also Aktionspunkte würden... Achso, dann würden wir auf... Aktionspunkte würde um 10 sinken. Wenn ich das richtig verstehe. Würde auf 200... Wir können ja auch beides machen. Wir können ja auch beides machen. Und erst das eine, dann das andere. Ja. Also sprich, mit dem freien Kapitalverkehr anzufangen, weil das ja unseren Index menschlicher Entwicklung fördert und die Integration, was bedeutet, wir bekommen mehr Aktionspunkte. Und dann im nächsten Schritt einfach zu sagen, okay, lass uns den anderen, das andere noch hinterher schieben, damit wir die Blockkosten senken. Ja, das kostet uns 2,1. Jetzt sind wir schon wieder... So, dann haben wir das gestartet. Wir machen wieder was in der Blockentwicklung. Ja, ich fürchte, wir müssen mal wieder bei Australien gucken. Was haben wir? Wir haben 143 und Südafrika 146. Ja, ich würde bei beiden mal nach AP-Punkten fragen. Es hilft alles nichts. Wir haben Investitionen auf 85. Ansonsten so, und wir haben hier Ausgaben. Das wird hoffentlich der Punkt sein, der durch diese Blockaktion jetzt, also wenn das IME einfach mal um 10 hochgeht, ist es richtig, richtig gut, weil das wird uns dann einen Boost geben von, weiß ich nicht, 20 beim AP monatlich? Das ist schon nicht. Und achso, wir müssen noch hier 4 Tage warten, bis wir wieder was machen können. Tja. Eine Bohrinsel teuer gekauft. Aber sie wird uns Metalle geben und wird das langsam abdämpfen. Oh, Entschuldigung akzeptiert. Die von unseren Politikern verleumdeten Ländern haben unsere Bemühungen, die Situation zu bereinigen, akzeptiert. Sehr gut. Beziehung minus 5. Dieses ganze Problem hätte von vornherein vermieden werden können, wenn niemand das Ganze an die Öffentlichkeit gebracht hätte. Erhöhen wir die Überwachungsmaßnahmen. Persönliche Kontrolle plus 1. Persönliche Kontrolle Zielwert plus 2. AP-Einnahmen minus 50. Für 2 Jahre. Und Geldeinnahmen plus 100 für 2 Jahre. Boah, AP-Einnahmen minus 50, da schreckt... Also mal abgesehen davon, dass ich
gegen Überwachungsmaßnahmen bin und wir in einer Demokratie leben und ich das ist einfach schon die AP-Einnahmen minus 50, es geht gar nicht. Und bei den dreien minus 5, okay. Ich finde auch die Argumentation irgendwie total schräg, anstatt dass es, dass wir uns quasi jetzt als Regierungschefs die BeraterInnen vornehmen, die angefangen haben, Sachen zu erzählen, die jetzt nicht unbedingt zu unserem Diplomatensieg passen. Das können die ja alles machen. Mhm. Wenn sie unbedingt wollen, aber dann sollen sie darauf achten, wo sie das machen und wann sie das machen. Dass das dann rauskommt, ja, das passiert halt. Halt halt deinen Mund, wenn du nichts Gutes zu sagen hast. Ja. Wie manch Großeltern manchmal sagen. Also insofern bin ich bei sehr gut und ja, gut ist. Ich auch. Sehr gut und gut ist. Genau. Und jetzt müssen auch die 4 Tage. Ups, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Diplomatische Aktion infrastrukturelle Unterstützung wird erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Und jetzt müssten wir dich doch wieder. Genau, Ask for Governmental Assistance. Möchte ich dich fragen. Brauchen wieder AP. Ja, und so langsam. Horsti ist auch gut. Er spürt schon langsam die Schuldenkrise. Ja. Ja. Irgendwas und mit dem, ist. Der Blick da oben. Hm? Ja. Ja, und der vorsichtige Blick nach oben zu unserem Geld. Zu unserem quasi Kontostand und das Wissen, dass wir davor noch fast 80.000 drin hatten und jetzt auf einmal so. Huh, nicht mehr und die Weltwirtschaft sinkt. Ja. Sollten wir zumindest im Blick behalten. Horsti, wir haben das im Blick. Wir haben es im Blick und das Schöne ist, wir können auch diesmal Darlehen aufnehmen in der Höhe, die wir selber bestimmen und hoffentlich auch nicht mit weiter erdrückenden Zinskosten. Das stimmt. Ja. Können wir machen. Diplomatische Aktion Ask for Governmental wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön, wir haben APs bekommen. Allerdings, wäre das hervorragend herauszufinden in der kommenden Woche. Ja. Denn so langsam merke ich, dass sich das mein kleines Luftproblem hier mich anstrengt. Und euch wahrscheinlich auch, weil ich die ganze Zeit aus dem Bild springe. Direkt mit einem Knall los, nämlich am Montag, den 11.01., ist der nächste Plötzlich-Wissen-Stream, wo ich mit Julia und Inga weiter Beyond Blue spielen werde. Und es wird viele Sachen über Ozean und Meere geben. Und dann der 12.01., der Dienstag, da machen wir ganz wieder normal Dienstagspolitik. Und der 13.01., der Mittwoch, da machen wir dann Stellaris Ox in Space. Das ist der Plan. Und wie immer dienstags bei Dienstagspolitik hat Rumi das letzte Wort. Heute weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich bin noch so ein bisschen durch den Wind. Freue mich, dass wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen, wir hoffentlich alle gesund und munter wieder da sind im neuen Jahr. Kommt gut rein, lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf die nächste Runde mit dir, André, und mit euch im Chat. Danke, dass ihr so aktiv seid und heute auch so viele Leute wieder dabei waren. Ja. Tschüss.